So, liebe Leute, dann sage ich herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, also, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir was Neues? Wo und wo? Hey. Hast du? Machst du? Zeigst du? Frag mich. Bitte Ja. schön. Ah, ja. Ja, geil. Ja, nice. Das nächste wäre jetzt der Blasebalg. Ja. Ich gehe jetzt mal schnell meinen Rucksack suchen. Mal schnell meinen Rucksack suchen. Note to self, da ist ein Hund in der Nähe. Wird mir angezeigt, wo ich gestorben bin? Ja. Eigentlich, ja. Ja, ich sehe es. Dann werde ich mich gleich mal um die Skillpunkte kümmern. Ist ein Hund. Hier war ein Hund. Ja, aber neben dem Pool, das ist der einzige, der da noch rum ist, In weil dem ich halt den Bereich noch looten wollte. Und da halt die vier Zombies gemacht habe, aber hier vor der Tür hat mich halt der Hund dann. Und wo war der Pool? Ja, hier um das Haus drumherum. Ah ja, hier. Hier. Ich habe die Zombies schon umgebracht. Da waren noch mehr. Da waren zwei noch im Haus, ja. Büchchen. Oh, danke dir. Tagebuch des Tor, Heeres. für dich hätte ich auch was. Ja. Oh. Munition sollte in der Kiste sein zu Hause. Bogenschießen für Ranger, wer braucht's? Habe ich Band 7 gefunden, habe ich jetzt gerade Einen benutzt, hätte Moment. ich gerne. Ich hätte Band 1. Ja, gerne. Komm her, ich warte, ich komme dir entgegen. Wo bist du jetzt? Entgegen ist. Achso, du bist in der Hütte. Nee, ja. Ja, wir treffen uns am Pool. Ja, sicher. Zusammen in den Whirlpool. Oh. Dankeschön. Das heißt, warmes Wasser ist auf die Schnelle da. Ja, aber wie? Das wird kochen. Tor. Yes, Sir. Hier. Dankeschön. Nee, das ist nicht mein Stil. Aber ich habe noch was für dich, Buran. Okay. Passend zu deinem Hütchen. Okay, gucke mal da rein, was da drin ist. Ich hab's gesehen. Kriegt Ist ja unser Ko klar. Chefkoch. Oh. Oh, sie ist in den Whirlpool gefallen. Cowboy-Stiefel. Ah, sexy. Macht Hat doch irgendeiner von euch auch irgendjemand. Beweglichkeit? Wie bitte? Braucht irgendwer von euch Beweglichkeit plus? Ja, also die Nahkämpfer würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja. Wer ist Nahkämpfer? Mich Okay, nix. das ist über. Ich. Warte mal, weil wir ja gerade mal bei der ganz großen Geschenkpackung sind. Nimmst du mal das da? Nimmst du diesen? Dankeschön. Ne? Weil bei euch ist ja immer ein bisschen kälter als bei uns. So. Ha! Schön in lila. Schöne Lila, genau. Also für Nahkämpfer, ich hätte hier noch eine Skibrille. Ich habe eine Skibrille auf. Gib plus 1 Beweglichkeit. Ah, okay. Okay, für die Nahkämpfer nicht verkehrt. Ich würde sie dann nehmen. Dann nimm. Wenn du nie drauf hast, dann mach's, ne? Ja, nee, ich bin hier gerade ein wenig beschäftigt. Ach so. Ja, nimm du die und ich gebe dem Dings die Dings da von mir die. Also, jetzt gerade mal zum Mitdenken. Ich würde gerne Klamotten herstellen.
Nö. Gut. Also. Kannst du lassen? Kann ich lassen? Momentan ja. Noch nicht. Momentan nein, aber. Relativ versorgt. Okay. Werden wir genug finden. Was soll ich denn lernen? In welchem Bereich, wenn nicht Klamotten? Soll ich dann in den Bergbau gehen? Kannst in Bergbau gehen oder in Angriff. Dann gehe ich in Bergbau. Also, nochmal. Skill Tree. Intelligenz bringt mir da gar nichts. Ich wähle hier gerade mal Strich und Farben für... Scheiße. Hat jemand den Schmied schon gelernt? Oh shit. Nein. Dann mache ich den. Nein. Doch, Sky hat den gelernt, glaube ich. Ja. Zu spät. Nein. Ich brauche jetzt dringend einen Gabelschlüssel und 25 geschmiedetes Eisen. Also mit dem Eisen fange ich jetzt mal an. Also Eisen habe ich da, kannst du benutzen. Okay. Geschmiedetes also Eisen. Geschmiedet ja, nicht, ne? Deshalb würde ich jetzt zurück zu unserer Unterkunft und da mal anfangen zu schmieden. Das Problem ist, ich brauche einen Schraubenschlüssel. Ja gut, da könnt ihr dann nachgucken in der Zeit, oder? Ohne den kann ich die Werkbank nicht herstellen. Ich habe hier ein Rezept für Goldrute Samen. Kannst du lernen? Ist interessant. Brauchen wir, oder ist ja. Okay, eine Blechdose brauchen wir. Blechdosen also, habe ich. Ja, ja. Hier geht oben. Okay, dann lerne ich das Rezept Goldrute Samen. Oder, nee, das gebe ich Bulle dann. Okay. Ich gebe Bulle. Ja, ja, das nimmst du. Jo. Das nimmst du, das Rezept. Ja. Ja. Was? Ah, okay. Verwirrt, weil wir so still sind. Ich habe Angst davor. Nee, das hat 1000. Schaut mal bitte jemand beim Händler, ob der einen Schraubenschlüssel hat. Wenn jemand in der Nähe ist. Mache ich. Das ist immer ein Teil, was sehr schwierig ist zum Looten. Geschmiedetes Eisen brauchst du, ja? Ja, 25 Stück. Kriegst du. Ich muss nur gerade gucken, wo ich den Lehmboden hingetan habe. Jetzt in der ganz linken. Ja, gefunden. Also. Lehm. Lehmboden oder Lehmzentrale für das Schmieden. Ja, wunderbar. Also, geschmiedetes Eisen braucht er. Ah, Favorit. Und ich brauche dafür Eisen. Eisen habe ich im Inventar. Ich habe das Zeug im Inventar. Ach, ich habe den Schraubenschlüssel. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Ich verstehe jetzt auch gerade, wie die Schmiede funktioniert. Hoffe ich. Hab ich ein Lehm da? Wulle, du bist auch ein Knüppler, oder? Einschalten. Ja.
Das müsste, glaube ich, so funktionieren. Einschalten, Rezept anwählen, Stückzahl, los. Ja, ich habe es halt rechts in die zwei Slots gezogen. Wie viel brauchtest du? 25. Und 20 mechanische Teile. Die kriegt man eigentlich nur aus Autos. Ich könnte jetzt mit dem Schraubenschlüssel die Autos zerlegen. Aber dann geht er kaputt. Geschmiedetes Eisen, ne? Ja, dann können wir jetzt Reparaturkits herstellen. Mit dem kann man die besseren Waffen und alles reparieren. Mhm. Auch die Gewehre und... Also, was muss hier rein? Das... So, und sehe ich das richtig, dass du quasi erstmal das Eisen und den Ton einschmelzt, damit bildet sich so ein quasi internes Lager und daraus kann er Sachen herstellen. Genau. Dann habe ich das Ding verstanden. Ich habe einen Kochgrill gefunden. Haben wir, aber bring ihn mit. Okay, nee, kann ich gerade nicht. Bin voll, muss erstmal zurück. Mhm. Oh, geh doch da rein. Hopp. Hüpf. Wo? Guy? Ja. Ein Knüppelchen für dich. Dankeschön. Sobald wir geschmiedetes Eisen und Klebeband haben, können wir Reparaturkits herstellen. Mit dem kannst du den dann reparieren. Reparatur-Ding habe ich schon gemacht. Reparaturkit? Dann kannst du den Knüppel damit reparieren. Klebebänder. Ja, dann brauchst du noch geschmiedetes Eisen. Guck mal in die Schmiede, ist gerade noch am Machen. Ja. Wo ist das Klebeband? Hier drin? Ja. Oder hast du noch? Also, dann stelle ich jetzt Reparaturkits her. Vor dir auf dem Boden oder hinter dir? Ich bin überlastet. Mit dem im Inventar kannst du den Knüppel reparieren. Tor? Yes, sir. Hier. Danke. Kannst du deine Shotgun reparieren? Mein Hammer? Oder die Shotgun? Ist die Shotgun denn schon kaputt? Noch nicht, ne? Was sagt der grüne Strich darunter? Aber reparieren kann ich sie nicht. Ich kann nur verändern oder zerlegen oder fallen lassen. Da brauchst du einen Waffenreparaturkit. Ist das neu? Gegenstände, Fahrzeuge reparieren. Nein, aber schon einmal drauf. Waffenreparaturkit?
Aber den Hammer kann ich damit reparieren. Ja. Bist in irgendeiner Mod, glaube ich. Okay. Einzel? Gab doch immer für alles nur das Reparaturkit. Ja, aber das Reparaturkit können wir doch bauen. Geschmiedetes Eisen haben wir doch da. Ja, aber mit dem kann man die Schusswaffen nicht reparieren anscheinend. Kann das sein, dass du für die Werkbank brauchst? Und den Schlagstock auch nicht. Den kannst du auch nicht reparieren? Du meinst den normalen Knüppel? Ne, den Schlagstock, den mir das Whistle gegeben hat. Achso. Wie fülle ich denn hier in dem Wasser? Moment, lest mal okay. Das Reparaturkit. Mit Reparaturkits kann man alle gehaltenen und beschädigten Gegenstände, Fahrzeuge und mehr reparieren. Oh. Alle gehaltenen und beschädigten, ja, stimmt. Das heißt, ihr müsst das Ding in der Hand haben. Aha. Das zu reparierende oder? Das zu reparierende. Ich schicke mein Ding wieder rein. Dein was? Mein Reparaturkit. Ja, Entschuldigung, ich wollte das nur gerade gucken. Ich habe meins gerade für den Hammer benutzt. Ich muss neues herstellen gleich. Wir gehen jetzt mal mit Autos zerlegen. Ja, hast du denn alles an Eisen? Nee. Ich brauche 20 mechanische Teile und die gibt's nur, wenn man Autos zerlegt. Und wo? Ja, dann komme ich doch mit dem Hämmerchen, oder? Du brauchst einen Schraubenschlüssel. Okay, aber beim Händler hast du gesagt, kriegt man den. Nee, ich habe ihn. Keiner drin. Ich habe ihn bereits gelootet. Ich konnte ihn bis jetzt nur nicht verwenden, weil er defekt war. Dafür brauchte ich das Reparaturkit. Okay. Hier haben wir ja auch alles leer gemacht, ne? Und danach brauche ich den Schraubenschlüssel, um die Werkbank zu bauen. Weil das ist ein Bestandteil vom Rezept. Okay. Aber wieso renne ich eigentlich immer durchs ganze Haus? Ja, frage ich mich auch. Ich habe doch vorne extra... Ja. ...unter der Treppe das Loch gemacht. Aber ich habe jetzt schon. Funktioniert jetzt so nicht. Du hast den Knüppel in der Hand. Ich hab den Knüppel in der Hand. Geh auch auf Reparieren, er macht mir das nicht. Handfeuerwaffenteile und Stacheldrahtmod. Okay. Moment, ich muss mal ausräumen. Elektrische Teile, ich habe einen Motor. Pistolenmunition. Benzinkanister. Nägel. Eisen kommt da hinten rein. Hä? Steine, Holz. Ja. Ich hab $6 gefunden. So. Darf ich mal schauen? Ja, ich warte, ich leg's rein. Nur den Knüppel. Reparaturkit habe ich. Ist drin. Also dann schau ich mal. Ich kann ihn reparieren. Ich nicht. Hast du den selber gebaut? Nein, den hab ich gefunden. Also ich habe ihn jetzt in der Hand, dann wähle ich ihn zusätzlich noch aus, also klicke drauf auf dem Gürtel und dann kann ich reparieren. Versuchst du mal. Also Kaffee habe ich auch einmal gefunden. Trübes Wasser? Nee, ich kann ihn nicht reparieren, obwohl ich es Reparaturkit habe. Oder muss es in den Gürtel rein? Gekochtes Wasser? Du musst den Stab in der Hand haben, ausgewählt, und dann nochmal draufklicken im Gürtel. Ja, und wenn ich dann kann verändern, zerlegen, fallen lassen. Okay. Eier. Musst du vielleicht was lernen, damit du diese fortgeschrittenen Rezepte kannst?
Also er hat den Schmied gelernt und ich nicht. Ja, vielleicht ein Ingenieur. Und bei mir war das A, also A-Taste war reparieren. Nee, ist bei mir nicht. Also komm, dann repariere ich ihn dir. So, ich hätte hier ein selbstgebautes Gewehr. Bitte schön, einmal repariert. Danke. Tschüssli. Jetzt brauche ich aber wieder eine Reparatur. Schild aus dem Einzelhaler. Ja, lass mich meins reinlegen. Ich habe ein selbstgebautes. Alles klar, aber ich habe dann. Aber schau mal hier. Schwerjäger, perfekt. Danke. Ist drin das Reparaturkit von mir. Ich bin zu doof, mit der Schotti auf 2 Meter zu treffen. Danke dir. Du, ich hab jetzt noch. Also, wo mache ich die Machetenteile? Ich hab Machetenteile, Stoff, jede Menge Feder. Okay, achso, ich muss ja auch noch ein paar Pfeile machen. Fürs Jagen. Zumindest ein Plastikgrundstoff, das kommt alles da hinten rein, ne? Ja. Plastik haben wir auch schon ganz schön viel. Braucht Nein. noch jemand der Schlagmann Band 2? Scheiße! Was ist denn der Schlagmann? Für Schläger. Bringt das was? Ja. Du kannst Baseballcap und Collegejacken fertigen und erleidest 5% weniger Schaden, wenn du sie trägst. Ist eigentlich ein Buch, das nur für das. Nee. Wenn ihr mal bei euch in die Fertigkeiten geht, habt ihr so hinterst die Eigenschaftenbücher. Und bei jedem Buch, wenn man alle hat, gibt's da unten einen Bonus-Skill. Mhm. Ich vorhin gesehen. Und es gibt eigentlich gewisse Bücher, die sind nur dazu da, damit man am Ende den Skill bekommt, wenn man sie lernt. Aha. Aber im Eigentlichen ist es für Leute, die Baseballschläger oder Knüppel spielen, ja. Okay, wer spielt hier Knüppel am liebsten? Knüppel aus dem Sack. Ich. Also ich spiele so Knüppel, aber ich hab's bereits gelernt. Okay. Und wo bist du, Bulle? Ich bin hier gerade ein wenig unter Tage. Okay. Was? Ein schönes Haus. Ich habe hier ein schönes Häuschen gefunden, das geht immer tiefer. Ja, komm her. Kein Problem. Ich hoffe nicht. Buran Speerjägerband 4 hast du. Einen Moment, muss ich nachschauen. Bei Fertigkeiten, Bücher. Zimmer leer, ey. Ich habe Tagebuch des Jägers 2 und Speerjäger habe ich, warte mal, da habe ich 1, 4 und 7. Okay. Ich habe jetzt nochmal die 4 gefunden. Okay. Bauplan, Schockstab. Jep. Der britzelt. Steht sogar ein PC vor mir. Bauplan, Rohrbombe. Aber nichts. Rohrbombe. Rohrbombe ist immer gut. Ist nicht so gut. Weil macht Blockschaden. Nicht. Ah, ja. Okay. Also auch später, wenn wir die Hordenfalle haben, wenn wir da selber auf die Blöcke schießen, weil wir die Zombies nicht treffen,
dann zerschrotten wir die Falle selber. Mit der Zeit. Das ist schlecht. Ja. Ja. Elektronische Teile, Öl, Federn, Eisenrohr, Plastik. Eisen kommt da nach hinten, hä? 400 gibt's doch gar nicht mehr schon. Ich habe gerade 4 Reparaturkits gefunden. Dann was habe ich noch drin? Was machen wir mit den leeren Gläsern? Die stellen wir in den Vorratsbehälter da rein, oder? Ja, ja. Ich würde sagen, beim nächsten, oder? Ja, ja. Zum Essen. Ja, aber ich muss jetzt langsam mal, sonst wird's knapp. Das heiße Wasser ist zum Trinken, das gekochte. Ja. Haben wir irgendwo schon eine Medizinkiste? Dann nehme ich die hinterste. Ach ja, und jeder von euch sollte ein Asset im Inventar haben. Ein Asset? Okay. Näset. Was ist das? Nadel und Faden. Ach so, Näset. Oh ja, noch nicht, etwa nicht gedient oder was? Es gibt gewisse Es gibt gewisse Verletzungen, da müsst ihr euch die Wunde zunähen, sonst verblutet ihr mit der Zeit. Ich habe einen Knochenbruch. Oh, das ist übel. Ich hoch. Ich habe mir den Arm gebrochen. Ich habe aber nur noch 6 Gesundheit, also von daher ist nicht ganz so übel. Oh, ich habe einen Kochtopf gefunden. Bogenschießen für Ranger, Band 2. Braucht das einer? Ja, Swissly bestimmt. Und wenn der es schon hat. Du warst Bogenschießen für Ranger, glaube ich. Band 2 fehlt mir noch. Mhm. Ja, bring ich den mit. Fertige Sprengpfeile und Sprengbolzen. Ui, übel. Mhm. Dode, zu langsam. Gebrochenes Bein, 2 Zombies. Okay. Wenn du jetzt Pech hast, bleib der Bruch. Verliere ich eigentlich irgendwas, wenn ich sterbe? Bis Level 6 nicht. Danach hast du mal Lust. Okay. Wo sehe ich mein Level? Im Inventar. Ah, okay. Einfach auf Tab, da steht dann Level 3 und Level 4. Mhm. So, also was sollte man weitermachen, wenn ich Richtung Untertage gehen möchte? Also, Präzisionsschütze sprengen. Berg. Ich habe einen Friedhof gefunden. Da gibt's doch den Sprengmeister, oder? Was gibt's da noch? Geil, was los? Schatz. Ne, Schatzsucher weiß ich nicht. Gar nichts, warum? Bergarbeitermeister. Weil du da so formschön in der Ecke rumstehst. Ziemlich weit unten. Kurze Ruhepause. Meister und Hauptmann. Ach so. Okay. Also ich gehe jetzt wieder in das Haus zurück und hole die Sachen, die ich nicht mitbringen konnte. Bin mal kurz AFK. Mhm. Jo. Oh.
vor, du hast eine Schrotze? Ja. Na, da habe ich was für dich. Moment, ich bin gerade auf dem Weg zum Rucksack. Kannst gerne mitkommen, da sind auch noch ein paar Freunde von mir. Da sind noch ein paar Freunde von mir. Ja, ich muss erst mal gucken, wenn ich hier aus dem Haus rauskomme. Ach so. Irgendwo habe ich ein Loch gemacht, aber ich weiß nicht mehr. Sollte vielleicht unbedingt aus dem zweiten Stock springen, oder? Aber, ah, ja doch, ist gut gegangen. Wo bist du? Ah, da. Du bist ja quasi auf meinem... Komm hier. Außen. Eisenspitzhacke. Ja! Sehr schön, sehr schön. Achso, in einer der Kisten war auch noch eine Eisenschaufel. Du hier in dem Haus oder was? Ja, da wo die Werkbank vor der Tür steht. Du gerade von mir weg. Nö, ich renne nicht weg, ich. Das Problem ist, für Eisenwerkzeuge musst du Skillpunkte haben. Mhm. Sonst brauchen die viel zu viel Ausdauer. Okay. Tatsächlich, das mit den Ledersofas hier funktioniert auch. Ui, zwei Geier. Wow, ja, scheiße. Wow, wow, wow. Wo? 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 Bleibt von der Baustelle weg. Warum? Weil da die Geier spawnen. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber ein hohes Infektionsrisiko. Du stehst direkt vor dem leeren Schrank, oder? Ich bin im ersten Stock. Neben Haus, falls du mich fragst. Im ersten Stock. Naja, ich komme dir jetzt entgegen. Ich baue mich hier durch die Tür. Du kannst durch die Garage kommen. Hi! Hi! Hier ist so eine leicht bekleidete Blondine gewesen, die gerade aus der Dusche gekommen ist. Hat mich so ein bisschen erschrocken. Auf eine angenehme Art und Weise, oder? Ich habe einen großen Hammer in der Hand gehabt. Mhm. Oh nein, das hört sich jetzt... Oh nein, das hört sich doch total falsch an. Aua, nein. Nein. Das bei der Blondine. Und gut. Ja, ja, ne? Ja, das war jetzt auf so viele Arten. Ist hier eine Fledermaus? Kommt schon hier. Nein, das ist ein Geier. Ah, okay. Rum ist ein Geier. Hab ich jetzt gerade gesehen. Er kommt jetzt gerade auf mich rum und BAU! Scheiße, der lebt hier noch. So, ein Geier. Und wieder Federn und Knochen. Also wenn man eine Türe halb kaputt gehauen hat und da durchgucken kann und sieht, dass da einer auf dem Boden liegt, kann ich trotzdem nicht durchschießen. Nein. Oh, drei! Gerade.
bleib liegen. Holz, 25 geschmiedetes Eisen. Ich kann die Werkbank bauen. So. Versiegelte Bücherversandkiste. Crackerbox. Muss ich die kaputt hauen oder nicht? Die musst du kaputt hauen. Warte, da kommt die Kartonbox hervor. Ja, die musst du kaputt hauen. Guck mal, Koffer. Wulle, mal. Band 6. Ja, lootest du jetzt mein Zeug, was ich mir hier freigeschossen habe? Da glaube ich ja wohl nicht. Ja. Moment, warte mal ab, guck mal hier. Moment. Doch mal. Entschuldigung. Ja, danke. Entschädigt dich dann. Nö. Nadel und Fadenband 6, wer braucht denn das? Wulle, ich hab was für dich. Warte. Wo bist du? Hier. Schenke ich dir. Danke. Ja, und was brauche ich dafür? Kriegst du gleich. Ja, Moment, kriegst du doch jetzt was. Klaus, wo gehst du hin? Hoch? Ja. Sag Bescheid, damit ich nicht alleine rein. Bitte sehr. Yep. Möchte jemand looten? Ich bin jetzt fast voll. Hier steht ein Home-Trailer. Ja. Unten stand auch einiges. Na gut, ist fast schon zu spät, bis du nach hinten. Ah, nee. Weil auf dem Friedhof kann man die Gräber aufgraben. Hey. Tag. Hallo. Hey. Runtergesprungen oder was? Nee. Ins Arbeitszimmer. Ja, aber da stehen noch Schuhe. Hier, über das Loch. Oh. Hey, ich hab Schuhe. Hier, Wulle. Hast du gefunden? Oh, ach nee. Hier brauchst du nicht kaputt machen, da war ich gerade drin. Nein. Dann Wulle hier für dich. Komm mit. Dann nehme ich die jetzt, egal wie es aussieht. Ah, scheiße. Siehst du mich? Ja, jetzt sehe ich dich. Alles klar. Ja, das schmeiß ich weg. Genau, der Bürostuhl müsste... EI. Der hat Leder gegeben. Ach, oh, Wulle ist da. Wulle, ja klar, Wulle, schau mal. Was? Ja. Lady Wulle ist da, ganz im Blond. Ha, ob ja, blond oder braun, was ich meine, ja. Ja, ja. Komm hier, hier, guck mal hier. Ah, hier, komm. Nee. Aber warte mal. Gut, dass das keiner sieht. Dass das keiner gesehen hat, ey. Aha. Mann, raus. Ui. Was gab's? Stoffbetten. Hier war ich. Okay. Brauchst nicht rausgehen. Warum nicht? Also hier hinter diesen komischen Klappen hier habe ich vorhin eine mit einem Schlag weggehauen können. Und da war tatsächlich eine Lootkiste hinter. Aber das sieht hier nicht mehr so aus. Nee, es gibt solche, das sieht man, das irgendwie so wie die Tapete, die runterhängt oder so etwas. Da ist meistens was dahinter. Mhm. Da braucht man gar nicht weiter zu. Ja, gut, nee, es war bloß so eine Idee jetzt. Weil wir nehmen ja hier offensichtlich alles auseinander. Hey, hier steht ein neuer PC. Auch noch alle. Ja, denn mit. Warum? Haben wir nie drauf, oder was? Jungs, schaut auf die Uhr. Ja, ich lauf schon. Ich kann nur nicht schnell laufen. Ich
Ich auch nicht. Ich bin auch total überladen. Es regnet. Was war die böse Zeit? 22 Uhr. Kommt mal raus, weil ich bin leer. Wir sind ja schon fast zu Hause. Ich bin ja am Wasserturm. Der ohne Wasser. Ist Gewitter gut oder nicht gut? Gewitter ist immer gut. Hauptsächlich nass. Und hier ist kalt. Ja, die Temperatur hat sein. Oh, jetzt ist mein schönes Bad. Ey, die Wanne sieht doch immer noch so aus. Ja, wer hatte denn heute Putzdienst? Machen wir das Feuer wieder an, damit es nicht kalt wird, also der warm wird. So, wir haben eine Werkbank. Jetzt müssen wir uns nur noch irgendwann ein neues Zuhause suchen. Ja. Und für das brauchen wir dann den Gebietsschutzblock, dann kann man die ganzen Dinge wieder aufheben. Draußen ist echt beschissenes Wetter. Hey Leute, das wird eng. Ich hab keine. So. Ausdauer. Also nochmal zweimal Kaffee. Und 1700 Benzin. Sehr gut. Wo haben wir Munition drin? Sag mal, Wulle, du weißt, dass wir hier Holzkohle haben, oder? Hinterste Kiste. Die brauchen wir links. Aber die brauchen wir, glaube ich, für einen Ofen, für das Ding hier. Ja. Gibt sie, gibt sie. Also leere Leder kommen hier oben rein. Leder und Stoff. So, haben wir noch Lehm? Lehm zu mir oder in die linke Kiste? Wobei ich würde gerne mal bei der Schmiede eine Kiste hinhauen. Ich habe ja noch eine. Vorne sind noch drei. In der vordersten Kiste sind noch drei Kisten drin. Ja. Weiß ich. Okay. Die war mal von mir ursprünglich. Rezept. Hat auch irgendjemand, der wollte Bogenschießen, Band 2? Gerne, ja. Schön. Genau, Bogenschießen. Danke. Ranger. Bin jetzt gerade am Skillen. So. Eisen. Eisen. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Werk. Ja. 762er Munition. Ja, ich habe noch ein paar leere Patronen gefunden. Ich habe noch ein paar leere Patronen gefunden. So, also ich bin jetzt beim Ingenieur, fortgeschrittener Ingenieur-Tüftler. Dann kannst du schon einiges herstellen. Büchsen. Kann ich mal ganz kurz an die ganz linke Kiste? Ja, sofort. Okay, bitte. Dauert nicht lang. So, dann kommt man auch besser durch. Ich muss nämlich gerade was essen. Gleich durch. Jawohl, es hat wieder Fleisch gegeben. Ja, mach ich. Ach so, ich hab ja auch ins Inventar. Tor, du machst auf Bergbau. Ja.
dann habe ich hier was. Ja, kleinen Moment, ich bin nur gerade die Kisten hier am Füllen. Weil alles, was für die Schmiede ist, würde ich halt jetzt hier mal in die linke rein. Ja, du hast das für mich? Ah, Pickelchen! Pickelchen, und wir haben eine Dreiviertelstunde Aufnahmezeit rum. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und danke an alle, die dabei sind. Ciao. Macht's gut, bye bye. Ciao. Jo, bye bye.